Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4. Ja, wir. Guck mal, sie ist gerade aufgestanden. Um 0.30 Uhr. Die haben echt komische Schlafrhythmen. So, warum geht's dir nicht gut? Schmerzen haben wegen Training. Dann würde ich sagen, nimmst du dann erstmal ein Bad. Jetzt isst du erstmal genau. Macht echt satt. Okay. Dann ist ja erstmal ein schönes Bad. Gegen die Schmerzen. Ich glaube, das passt dann. Ja, passt. Wunderbar. Und dann höheren Level der Geschicklichkeitsfähigkeit erreichen. Machen wir. Oh, Möbel herstellen. Beistelltisch. Klar, machen wir auch mal. So, da gibt es immer Geschicklichkeit. Geschicklichkeit, ja, wir haben eh bloß 4. Da dürfen wir ruhig noch ein paar Level aufsteigen. So, Madame. Die kleine Madame. Auch noch. Wer muss denn heute arbeiten? So. Ah, unser Auto muss arbeiten. Madame Liberty muss arbeiten und die kleine muss zur Schule, okay? Max und Sophie kennen. Was? Mia, Sophie und Max. Ja, wer ist Max? Max interessiert mich nicht. Fertige Schnitzerei wurde im Haushaltsinventar. Im Haushaltsinventar. Ja, Inventar. Hier. Beistelltisch. Was? Ein Beistelltisch ist ein bisschen wie ein Barhocker. Nur, dass Fehler in der Holzbearbeitung sofort ins Auge fallen. Ah, okay. Deswegen. Aber Qualität gut. Das ist schon mal toll. So, den können wir mal hier reinstellen. Hier, so drunter. Hier so. Pass auf, den stellen wir mal hier hin. Da, so. Das stellen wir auch mal an die Wand. Weiß gar nicht, warum das so weit vorne steht. Genau. Wunderbar, okay. Dann können wir jetzt... Komm, der Schreibtisch ist so voll, dann machen wir mal ein bisschen Platz. Stellen wir mal die Bücher darauf. Wunderbar. Dann Liberty. Skulptur herstellen. Machst du mal eine Elefantenskulptur. Danach kannst du immer noch aufs Klo gehen. So. Fünfte Geschicklichkeitsfähigkeit. Kommt beim Reparieren nicht mal so schnell einen Elektroschlag. Außerdem kann sie Basisverbesserungen an Küchenobjekten vornehmen. Am Schreinertisch große Skulpturen herstellen. Andere Sims mit Geschicklichkeit. Wie große Skulpturen? Naja, okay, machen wir danach. Gucken wir mal, was das heißen mag. Und sie sollte öffnen und Buttergnocchi. Eingerichtet nehmen. So, und ist sie fertig? Sieht so aus, ne? Guck mal. Was war noch? Spaß. Spaß. Was machen wir bei Spaß? Können wir mal ein Büchlein lesen. Und er braucht noch nichts. Und genau. Und sie war auf dem Klo. Super. Jetzt gucken wir mal. Inventar. Hier, eine Elefantenskulptur. Und? Halt. Verdammt. So, wo stellen wir die hin? Ah, hier ist cool. Genau. Jetzt gucken wir mal. Große Skulpturen. Skulptur herstellen. Ah, Tatsache. Sind jetzt mehr. Große Bärenskulptur. Große Holzfällerskulptur. Okay, machen wir mal eine große Bärenskulptur. Das interessiert mich jetzt schon. Auf geht's. So. Du darfst dann mit deiner Tochter essen. Nicht kochen. Erst öffnen. Hier. Ein Gericht nehmen. Zwei jetzt. So, Madame hat eine große Bärenskulptur angefertigt. Gucken wir mal. Ja, die ist tatsächlich größer. Sieht aber irgendwie nicht aus wie ein Bär. Ah ja, doch, klar. Pass auf, die kommt mal hier hin. Ja, passt so. Sehr schön. Liberty muss in einer Stunde zur Arbeit und mir so viel muss in die Schule, okay.
Mit Tristes Horn rumalbern. Mach mal hier und eine Auswahl. Lustig rumblödeln. So, was hast du so? Mein Sim und Lounge können Programmieren üben. Weil ein Geek ist, okay? Okay, das können wir auch noch machen, klar. Was kann er denn so alles? Wer glücklich ist? Jemanden umarmen. Mehr Auswahl. Freundlich. Wow. Umarmen, hier. So, und ich wollte mal gucken. 3655 Punkte. Da sind noch einige Punkte im Petto. Was hast du so? 475. Was kannst du eigentlich so? Kannst du schon permanente Dinger? Antiseptisch. Hygienebedürfnis sind viel langsamer. Okay. Profi-Faulenzer. Niemals erschöpft. Sims brauchen niemals zu schlafen. Profi-Faulenzer haben keine Angst davor. Zurückgestuft. Ach so. Komm, hör mich. Einige Sims haben keinen besonders großen Appetit. Mega grüner Daumen. Die Pflanzen im Garten von Sims sind mega strotzen nur so vor Gesundheit. Okay. Ja, ich überfliege das immer bloß so ein bisschen. Dummerweise laut. Das hört sich dann für euch ziemlich doof an. Aber so ist es nun mal. Du musst zur Schule, Mädchen. Bleibt ihr einfach zu Hause. Okay, bei ihr machen wir mal Liberty. Er kommt selbstsicher. Bei Boss ein Schmeicheln. Verbessert die Arbeitsleistung. Möglichkeit der Stimmung beschämt. Okay. Nee, pass auf dann. Noch mal fleißig arbeiten hier. So, du kannst noch so. Genau. Was brauchen wir denn noch? Bücher schreiben. Nicht begonnen. Okay, pass auf. Schreiben. Genrebuch. Und zwar neue Biografie. So, vielleicht versteht das eine oder andere. Egal. Kurswahl. Liberty hat den Kurs für ihre aktuelle Mission bereits berechnet. Aber das Kontrollzentrum sagt, sie steuere geradewegs auf ein bislang unentdecktes Asteroidenfeld zu. Woher wollen die denn wissen, dass es unentdeckt ist und gleichzeitig, dass sie darauf zusteuert? Also sie haben es noch nicht entdeckt, aber sie steuert. Okay. Sie möchte vermeiden, dass das Schiff zu sehr verbeult. Sollte sie versuchen, den Kurs zu ändern, einfach mal vorsichtig durch die Asteroiden steuern. Vorsichtig steuern. Sie kann das. Obwohl Liberty versucht, äußerst vorsichtig zu steuern, kracht ein Asteroid in die Seite des Schiffs. Damit ist nicht nur der Lack ruiniert, es könnte auch ein riesiges Loch im Rumpf sein. Sie muss die Mission abbrechen, frühzeitig, verdammt. Naja, Tantiem, 2900, auch schön. So, er schreibt fleißig sein Buch. Optimal. Und dann gibt es nämlich noch ein paar andere Sachen, die wir machen können. Zum Beispiel bei diesem Baum hier. Will ich dann auch noch machen. Super. Er hat das Buch fertig. Ist gerade auf dem Klo. Auch gut. So, dann würde ich mal sagen, hier weglegen. Und das hier auch aufräumen. Nee, weglegen. So. Buch ins Bücherregal, Teller abwaschen, nee, Kühlschrank, natürlich. Öffnen. Es ist. Soll ich den Kühlschrank zu stellen, ne? Oh, ihr müsst eigentlich auch schon längst zur Arbeit. Jetzt aber schnell. Auf geht's. Wir kommen ein wenig zu spät. Aber egal. Okay. Mia Sophie ist für heute mit der Schule fertig. Sie hat eine zufriedenstellende Leistung erbracht. Okay. Gucken wir mal. Konzentriert. Okay. Etwas lesen. Das können wir machen. Pass auf. Etwas lesen. Ist mir doch egal. Wer ist Max?
Egal. Bücher zu Ende lesen? Ja, klar. Ein ganzes Buch, das du in der Hand hast, auch gleich zu Ende lesen. Dann gucken wir mal, wie schaut's denn bei dir mit den... Genau, sozial müsstest du noch ein bisschen hochbringen. Sie hat ja auch Kinderbücher, stimmt ja. Öffnen. Sind das alles Kinderbücher? Charisma-Fähigkeit. Romantik. Nicht alles Kinderbücher. Wahrscheinlich sind da alle meine Bücher drin, nehme ich an. Okay, ja, nicht so. Beide gleichzeitig zu Hause. Was ist denn los? Warum ist er so früh zu Hause? Ja, bis 17 Uhr. Und sie auch, okay. Aber er ist sie wesentlich früher anfangen. Ja, plus von 12 bis 17 Uhr und sie von 8 bis 17 Uhr, okay. Okay, du bist kaputt, ich sehe schon. Ah, nee, halt. So. Du darfst mal gleich schlafen. Und du darfst ihr dann bei den Hausaufgaben helfen, sobald sie fertig ist. Ja, umarm. Techtelmechtel mit Liberty. Okay. Nee. Wach mal kurz auf. Du hier, Techtelmechtel mit Liberty. Ne? Ne? Ja! So. Hier haben wir zum Glück ihr eigenes Schlafzimmer. Und was macht sie? Nichts. Himmel im Teleskop betrachten. Wir haben kein... Haben wir ein Teleskop? Ne, wir haben kein Teleskop. Okay, oh, ich muss die Fenster hier mal umändern, sehe ich gerade. So, machen wir das Fenster mal dahin, oder? Ja, da ist doof. Das dahin. Das machen wir... Ist auch doof. Verdammt. Dann machen wir das dahin. Passt es schon. Es geht schon so. Dem Schrank ist halt doof, dass wir hier keinen Ding hinstellen. Egal. So, weiter. Was machst du denn dann? Dann kannst du eigentlich kannst du mal hier einladen hier abzuhängen. Nee, du sollst die andere. Warte mal. Was sind die andere? Ist die zufällig gerade hier unterwegs? Nee. Nee. Nee? Nee. Wer ist Max? Okay, dann würde ich es mal glatt sagen. Du kannst mal. Ja, kannst doch jetzt doch erstmal deine Hausaufgaben fertig machen können. Na egal. So, ab in den Park. Weil Kinder und so spielen Park. Wunderbar. Und dann lernst du vielleicht auch ein paar andere Kinder kennen, mit denen sie dann spielen kann und so. Ist doch super. Kreatives Wunderkind. Ja. Okay. Ah, halt, halt eins. Genau. So, hier spielen. Pirat spielen. Nicht vielleicht noch andere Kinder in der Gegend, denen man vielleicht spielen kann? Nein? Konzentriert? So, das hier? Verspielt, wegen Piratspielen. Yay! Weil auf dem Spielturm gespielt hat. Super. Genau. Dann wischen wir mal die Hände. Und dann, was kannst du denn da noch machen hier? Zu Frösche suchen gehen. Konnte keinen Frosch fangen, schade.
Hier Frösche suchen. Immer noch nicht. Muss doch einen Frosch fangen können. Nein? Frösche? Warum willst du nicht? Will anscheinend nicht mehr. Dann spielen wir hier mit. Mit Cassandra Grusel. Ah, die Mentalfähigkeit der Wurm. Komm schon, Cassandra, die machst du platt. Aber Vollgas. Ach, jetzt will sie nicht mehr. Ach doch. Okay. Okay, es ist fast 24 Uhr. Lektion selbstsicher. Ah, mir Sophie ist selbstsicher. Sims mit diesem Merkmal fühlen sich gut in ihrer Haut und stecken voller Zuversicht. Das ist gut. Das ist gut. Selbstsicher zu sein ist nie verkehrt. So. Aber gehen wir nach Hause. Jetzt. Ist schon spät für ein kleines Mädchen. Du musst morgen wieder in die Schule. Aber gute Leistung. Bis jetzt. Hoffen sie die Hausaufgaben nicht macht. Wird so heute wohl kaum mehr schaffen, schätze ich. Aber egal. Einmal kann man die ruhig ausfallen lassen. Bin ich der Meinung. Hausaufgaben waren bei mir in der Schule immer sowas Geächtetes. Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe sie nie gerne gemacht. Ja. Und wenn ich sie gemacht habe, habe ich sie meistens in der Früh bloß vom Klassenkameraden abgeschrieben. Muss ich sagen. Ja. Vielleicht hätte ich sie mal machen sollen. Dann würde ich heute vielleicht ein bisschen mehr verdienen. Egal. So, auf jeden Fall mal eben Bett. Jetzt schlafen, absolut. So, er ist eingeschlafen. Sie spielt noch. Was macht sie? Im Internet surfen. Nein, pass auf, du bist so ein Geek hier am... Nein, Karriere auch soll schreiben. Programmieren üben. Hast du schon Coding-Fähigkeiten? Programmieren, eins. Ah, nicht gerade der Wahnsinn. Was hast du sonst noch so? Videospiel spielen und Bücher zu Ende lesen. Spiel spielen Sims Forever. Das heißt, wenn du nicht mehr programmieren üben willst, dann kannst du... So, du musst heute nicht arbeiten, das ist schön. Dann kannst du machen, solange du willst. Dafür musst du arbeiten. Nein, du hast auch frei. Du musst bloß die Kleine zur Schule, okay? Das ist gut, damit kann ich leben. Aber ich denke, die Kleine kriegt noch einen kleinen Aufschub. Denn ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Die Sims 4. Bis dahin. Ciao, ciao.